Wir haben ein Mittel für Sie, das stärkt die Muskeln, macht schlau, ist billig und schmeckt sogar gut. Schon eine Idee, welcher Superheld das sein kann? Eins kann ich Ihnen jetzt schon mal sagen, auch wenn viele das denken, es ist keine Nuss. Ja, sie ist ein wahrer Superheld, die Mandel. Gerade zur Weihnachtszeit können wir nicht auf sie verzichten. Da ist sie aber nicht allein. Neben der Mandel zählen auch Walnüsse und Haselnüsse zu den beliebtesten Nüssen an Weihnachten. Aber was macht die Mandel im Vergleich zur Konkurrenz zu einem echten Superhelden? Wir testen sie in 7 Kategorien. Übrigens, obwohl die Mandel umgangssprachlich eine Nuss ist, tanzt sie im Wettbewerb ein wenig aus der Reihe. Walnuss und Haselnuss zählen zu den echten Nüssen. Bei ihnen ist die Außenhaut holzartig, wie zum Beispiel bei Maronen. Die Mandel hingegen zählt zu den sogenannten Steinfrüchten, genau wie Mango, Pflaumen und Oliven. Und damit startet unser Test. Kategorie 1. Futter fürs Gehirn. Nussmischungen. Davon kann doch keiner die Finger lassen. Das ist auch gut so, denn oft sind darin viele Mandeln zu finden. Die helfen beim Konzentrieren und geben einen heldenhaften Energieschub. Der Grund, dass Vitamin E in den Mandeln hilft, Sauerstoff in unser Gehirn zu transportieren. Also bei Stress- und Aufmerksamkeitsproblemen ruhig in die Nussschale greifen und zurücklehnen. Und nicht nur das. Vitamin E schützt unsere Zellen wie ein Mantel und sorgt damit für schöne Haut und Haare. Die Haselnuss hat diese Superkraft übrigens auch. Die Walnuss hingegen bleibt auf der Strecke. Sie hat nicht so viel Vitamin E, das sich bei der Mandel übrigens in der braunen Haut verbirgt. Unser Superheld Mandel macht uns also schön und vor allem schlau. Trotzdem geht es in der ersten Kategorie Futter fürs Gehirn zwischen Mandel und Haselnuss unentschieden aus. Kategorie 2. Gut für die Figur. Unser Superheld ist echt fett. Apropos, wie viel Fett steckt in unseren weihnachtlichen Nüssen eigentlich? Wir haben nachgefragt. 65 die Walnüsse, 63 die Mandeln und 49 die Haselnüsse. Ich glaube, am wenigsten mit 49% sind die Haselnüsse. Also die Mandel würde ich sagen 65. 63% für die Haselnuss. Ich würde sagen, Walnüsse haben am meisten Fett. Richtig, eine Walnuss besteht aus 65% Fett. Danach folgt die Haselnuss mit ungefähr 63%. In unserem Superheldenmandel stecken 49%. Das ist zwar der geringste Fettanteil, aber für eine Low-Fat-Diät ist die Mandel damit auch nicht geeignet. Aber das Fett in Nüssen ist auf jeden Fall gesünder als das Fett in vielen Weingummis und Süßigkeiten. Die Omega-3-Fettsäuren und ein hoher Eiweißgehalt der Mandel sorgen dafür, dass wir uns länger satt fühlen. Sogenanntes Tryptophan verhindert Heißhungerattacken und sorgt für gute Laune. Wer braucht da schon Chips und Co.? In der Kategorie Gut für die Figur landet die Walnuss auf Platz 3, die Haselnuss auf Platz 2. Unsere Mandel hat den geringsten Fettanteil und verhindert Heißhungerattacken. Damit ist sie die Nummer 1. Kategorie 3. Power für Muckis. Superhelden brauchen Energie, viel Energie, und die steckt im hohen Protein, also Eiweißanteil der Mandel. Der ist sogar höher als bei Quark und Käse. So überträgt unser Superheld Mandel seine Power auf uns, denn Protein hilft zum Beispiel beim Muskelaufbau und gibt ordentlich Kraft. Wie viel Gramm Eiweiß stecken wohl in 100 Gramm Mandeln? Also auf jeden Fall haben Mandeln einen relativ hohen Anteil Proteine, würde ich mal sagen. Circa 40. 50? Vielleicht so 10 Gramm. Unser Superheld ist eine regelrechte Proteinbombe. In 100 Gramm Mandeln stecken ca. 21 Gramm Eiweiß. Walnüsse liegen mit 17 Gramm nur knapp hinter unserem Superhelden. Haselnüsse hingegen haben nur 16 Gramm Eiweiß. Sieger der Kategorie Power für Muckis ist erneut unser Superheld Mandel. Er hat das meiste Eiweiß von allen. Kategorie 4. Anbau und Umwelt.
Unsere Mandeln kommen vor allem aus Kalifornien. Hier entstehen über 80% der Weltnachfrage. Und hier zeigt sich auch die eine Schwachstelle, die jeder Superheld hat. Für ein Kilo Mandeln braucht man ca. 10.000 Liter Wasser. Walnüsse kommen auch aus Kalifornien. Sie verbrauchen ähnlich viel Wasser. Haselnüsse brauchen nur die Hälfte. Sie bekommen wir aus der Türkei. Man unterscheidet übrigens zwei Mandelarten, süße und sogenannte Bittermandeln. Äußerlich nicht zu unterscheiden. Bittermandeln schmecken nicht und sind in hohen Mengen sogar giftig. Das liegt an der enthaltenen Blausäure. Aber keine Sorge, kaufen kann man sie nur in Apotheken. In der Kategorie Anbau und Umwelt landet die Walnuss auf Platz 3. Sie verbraucht am meisten Wasser. Unser Superheld Mandel landet auf Platz 2. Gewinner ist hier die Haselnuss. Kategorie 5, der Preisvergleich. 80.000 Tonnen Mandeln futtern wir jährlich. Mit großem Abstand folgt die Haselnuss, 60.000 Tonnen pro Jahr. Von der Walnuss essen wir am wenigsten, nur 30.000 Tonnen. Das liegt vielleicht an ihrem Preis. Im Vergleich sind Walnüsse mit 8 Euro pro Kilo am teuersten. Haselnüsse kosten etwas weniger. Mandeln gibt's schon für 5 Euro pro Kilo. Warum? Die Menge macht's. Weltweit verkaufen die Hersteller fast 10-mal so viele Mandeln wie Walnüsse oder Haselnüsse. Das ist der Grund, warum wir Mandeln so günstig kaufen können. Im Preisvergleich landet die Walnuss auf Platz 3. Den zweiten Platz belegt die Haselnuss. Unser Superheld steht verdient ganz oben auf dem Treppchen. Aber wer gewinnt Kategorie 6, die Wandlungsfähigkeit? Die Mandel wäre quasi verschenkt, würden wir sie nur knabbern, denn unser Superheld ist ein echter Gestaltenwandler. Manchmal zeigt er sich als Mandelmus, besonders als veganer Brotaufstrich beliebt. Vor allem zu Weihnachten auch als Marzipan. Es gibt Mandeln aber auch als veganen Mozzarella oder Mandelmilch. Übrigens, Marzipan kann man auch ganz einfach selber machen. Das funktioniert so. Zuerst lassen wir 200 Gramm Mandeln in heißem Wasser für 2 bis 3 Minuten aufquellen. Danach die Mandeln einfach mit einem Geschirrtuch rubbeln. So geht die Haut leichter ab und das Marzipan bekommt später seine typisch helle Farbe. Die weißen Kerne nun hacken oder mahlen. Wer sich das sparen will, kann auch fertig gemahlene Mandeln im Supermarkt kaufen. Fehlen noch ca. 180 Gramm Puderzucker und, wer es mag, ein wenig Rosen- oder Rumaroma. So wird's richtig weihnachtlich. Am Ende noch zu einer geschmeidigen Masse kneten und schon ist das Marzipan fertig. So mag es unser Superheld am liebsten. Schließlich ist Marzipan das wohl bekannteste Produkt aus Mandeln. Doch was kann die Konkurrenz? Gerät unser Superheld etwa in Schieflage? Vielleicht. Denn wir lieben Nougat. Dafür braucht man Haselnüsse, dazu Puderzucker und natürlich Kakao. Ob als Tafelschokolade oder als Brotaufstrich, diese Superkraft hat tatsächlich nur die Haselnuss. Und die Walnuss? Kann die auch irgendetwas? Ja, sie hat heilende Kräfte. Und die kommen bei verkratzten Parkett und Holzböden zum Einsatz. Einfach ein Stück Walnuss über den Kratzer rubbeln. So verschwindet er und ist kaum noch sichtbar. Super schnell, super einfach, super cool. In Kategorie 6 der Wandlungsfähigkeit gibt es ein Unentschieden. Ob Mandel, Haselnuss oder Walnuss, alle drei sind enorm wandlungsfähig. Kategorie 7, der Glücksbringer. Hier hat unser Superheld ein Ass im Ärmel. Die Superkraft der Superkräfte. Dafür machen wir einen kleinen Abstecher nach Finnland. Klar, die Finnen gehen auch Heiligabend in die Sauna. Was hat das mit unserem Superhelden zu tun? Nach dem Saunagang suchen die Finnen in einer Schüssel mit Milchreis eine versteckte Mandel. Der Brauch sagt, wer sie findet, hat im neuen Jahr viel Glück. Vielleicht gibt das ja auch Glück in der Liebe. Genau darum geht es bei einem weiteren Einsatz unseres Superhelden Mandel.
Schon mal was von Hochzeitsmandeln gehört? Die werden in Italien, Frankreich und bei uns in Deutschland an die Hochzeitsgäste verschenkt. Immer genau 5 Mandeln in einem Säckchen. Diese stehen für 5 Wünsche an das Brautpaar. Glück, Kindersegen, Reichtum sowie Gesundheit und ein langes Leben. Keinen Konkurrenten finden wir weltweit in so vielen Bräuchen wie die Mandel. Damit gewinnt unser Superheld 6 von 7 Punkten und ist unsere Nummer 1.